Letztes Mal in Planet Zoo. Danach müssten wir dann, also Arten müssten wir dann theoretisch genug haben im Zoo. Da müssen wir das Wohlbefinden der Tiere erhöhen. Da können wir jetzt schon mal anfangen, während die Quarantäne läuft. Bei unseren Tieren mal so ein bisschen das Wohlbefinden zu überprüfen. Und unserem Tapir geht's zum Beispiel ziemlich mies. Und nun zurück in die Tierwelt. Mal schauen, ob... Oh, da haben wir was. Und schon sind wir auf 100%. Futterbeschäftigung fehlt uns noch. Lebensqualität durch Futter, durch Spielzeug. Wir haben eine Kräuterwitterungsmarkierung, die könnte man noch. Ich weiß aber nicht, ob das was mit Futter zu tun hat. Ich bezweifle es. Futter und Wasser. Futterstellen, Wasserstellen. Nee, eher nicht. Lebensqualitätsobjekte Futter und Suchfutterbecken. Haben wir ja schon mal eins, aber eventuell macht es Sinn, ein zweites zu platzieren. Es kann natürlich auch sein, dass einfach zu wenig Futter auch da ist. Und es mangelt an stabilen Rückzugsorten. Nun ja, dann können wir ja eigentlich hingehen. Könnten uns das rüber kopieren, will ich aber dann vielleicht doch nicht. Sondern stattdessen mal schauen, kommen die eigentlich hier rüber? Nee, natürlich nicht. Das ist ja gar nicht mehr, das ist ja schon wieder was ganz was anderes hier. Das war Käse. Ja, in dem Fall machen wir das mal so. Und der stabile Rückzugsort scheint zu klein. Na, wie wäre es denn, wenn wir einfach hier hinten in der Ecke noch was hinbauen? Und es ist ja auch ein bisschen was Neues erforscht worden. Die sind alle so groß, wobei das hier geht. Das ist zwar jetzt afrikanisch, aber das ist mir eigentlich egal an der Stelle. Um ehrlich zu sein. Es geht mir gerade eigentlich eher darum, noch was zur Verfügung zu stellen. Und dann sieht es nämlich schon ein bisschen besser aus. Wie wär's denn, wenn wir einfach... Ich weiß nicht... Wenn ich das hier jetzt bearbeite und einfach mal... sage, ich möchte bis dahin und das und das und das und möchte das dupliziert haben und stell davon einfach noch eins hier rüber. Irgendwo hier hin. Ja, auf jeden Fall sieht es jetzt deutlich besser aus. Schauen wir mal, wie sich das einpendelt. So, wie sieht es denn aus? Quarantäne sieht gut aus. Wo waren jetzt wieder dieses verdammte Quarantänegebäude? Da muss ein Shortcut her, ehrlich. Da. Ja, dann nehmen wir doch einfach alle und verlegen sie nach. Wo sollten sie hin? Jetzt gut nachdenken. Zur Rappen an.
Antilope. Die war wo? Rappenantilope hier. Das sollte jetzt theoretisch funktionieren. Und sich nicht in die Quere kommen. Hoffe ich zumindest. Na gut, schauen wir mal. Wo war sie denn jetzt wieder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier. Schauen wir mal, wann sie ankommen. Ich spule mal wieder ein Stückchen vor. Du weißt ja inzwischen, wie man für das Wohlbefinden der Tiere sorgt. Kümmere dich darum, bevor die Inspektorin hier auftaucht. Oh, hatte ich nicht erwähnt, dass eine Inspektorin kommt? Tut mir leid. Sieht aus, als hättest du alles im Griff. Gut gemacht. Offenbar konnten wir mit unseren neuen Pandas und den anderen Tierarten eine Menge neuer Besucher anlocken. Schauen wir, dass diese Gäste zufrieden sind. Das bedeutet, sie brauchen einen guten Blick auf die Tiere, sie müssen jederzeit etwas zu essen oder zu trinken kaufen können und sie müssen, nun ja, das Essen und Trinken auch wieder loswerden können. In Toiletten. Aber pass auf, wo du... Ist klar soweit. Beispielsweise solltest du nicht alle Imbissstände an denselben Ort stellen. Achte darauf, wie sich die Gäste im Zoo verteilen und baue die Einrichtungen dort auf, wo sie am meisten gebraucht werden. Solange du darauf achtest, was die Gäste denken, solltest du schnell alle Bedürfnisse erfüllt haben. Ein Milchshake-Laden wollen sie. Haben wir da irgendwo noch einen Platz, der schon geeignet ist, wo wir noch was reinstellen können, oder... Weil dafür habe ich jetzt keinen Blueprint, ansonsten müsste ich schnell was zusammenbauen. Haben wir vielleicht hier auf der anderen Seite noch was vorgefertigtes? Nicht so richtig, oder? Also, ich weiß nicht. Sieht nicht so aus. Aber hier ist doch irgendwas hervorgehoben. Ach nee, das ist ein Gehege. Ja, das ist Gehege. Ja, da machen wir einfach folgendermaßen. Also folgendes. Wir platzieren Cosmic Cow. Direkt hier daneben. Die Inspektorin ist fast da. Ich erwarte, dass sie nichts zu beanstanden hat. Ansonsten und werden dieses Gebäude... ...einstellen, demnächst das Panda-Gehege auszumisten. Ja, wird schon passen. So. Gut, die Zufriedenheit der Tiere ist sehr hoch, wie es aussieht. Das Ziel haben wir schon erreicht. Und wir warten jetzt im Prinzip nur noch auf die Inspektoren. Was? Was ist denn mit den Pandas? Was ist denn jetzt los? Wieso ist denn jetzt hier Stress? Ja, was soll ich da jetzt tun? Dann zieht euch zurück. Alle haben sie die Möglichkeit. Gut, die Meldungen sind jetzt auf jeden Fall schon mal durch. Hier, Inspektorin. Okay. Die sollten wir mal im Auge behalten. Da ist er. Ich hoffe ja mal, dass das alles gut geht. Das ist natürlich schwierig mit der Gesamtzufriedenheit der Tiere. Wenn ein Tier unter Stress ist und dabei das Wohlbefinden so rapide sinkt. Ja, ich meine, letztendlich, es besteht ja die Möglichkeit für das Tier, sich zurückzuziehen. Ich verstehe natürlich, dass es einen Moment braucht, bis es dahin geht. Aber warum trifft das Tier die Entscheidung erst? Also es scheint so, dass das Tier die Entscheidung erst trifft,
wenn der Stress schon irgendwo ganz, ganz tief im roten Bereich ist und auch das Wohlbefinden schon sehr weit runtergegangen ist. Und mir wäre das lieber, wenn die Tiere sich ein kleines bisschen eher zurückziehen würden. Ja, das würde natürlich dann das ein oder andere wieder ein bisschen vereinfachen. So, wir müssen mal gucken, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Gut, das ist natürlich alles erreicht. Das ist auch weiterhin so. Und die guckt sich jetzt so nach und nach die einzelnen Gehege an. Dann schauen wir uns mal die weiteren Forschungen an. Die dürfte dann jetzt abgeschlossen sein, soweit, genau. Brauchen wir, glaube ich, jetzt auch keine neue mehr anmachen. Ich bin guter Hoffnung, hier dasselbe. Ich bin guter Hoffnung, dass wir hier jetzt bestehen werden. Ja, das ist alles Stress hier. Oh, naja, gut, okay, wir können sich ja zurückziehen. Das ist jetzt eher nicht das Problem. So, ja, genau. Jetzt ziehen sie sich auch schon zurück, dementsprechend passt das hier eigentlich ganz gut. Ja. Zu wenig Beschäftigung durch Futter. Na, dann müssen wir mal gucken, da können wir ja noch was dran machen. Wenn ich mal fürs Warzenschwein Futterbeschäftigung nehme. Passt. Schon ist das deutlich besser. Sehr schön. So, was haben wir hier denn sonst noch so rumspringen? Dich zum Beispiel. Und du hast hauptsächlich auch gerade ein Problem mit Stress. Ernährung geht so. Aber es könnte schlimmer sein, dementsprechend. Ja. Tja, alles gut. Ja, sieht ja nicht so schlecht aus, oder? Aber wir könnten an dem Gehege noch ein bisschen was machen. Nämlich hier noch ein paar Fenster rein. Die können wir doch auch noch ein bisschen bearbeiten. Genau, Fensteroberhöhe. Fensterunterhöhe. So, das lassen wir jetzt mal so. Da haben sie noch mal ein bisschen besseren Blick, unsere Gäste. So, es gab hier aber gerade eine Meldung. Tiere, oh. Hatten er hier. Bist das du? Ja, das bist du. Soziale Gruppe. Zu wenige Jungtiere und erwachsene Tiere in der sozialen Gruppe des Tiers. Das heißt, wir bräuchten mehr Gnus. Ja. Wir brauchen mehr Gnus. Dann schauen wir doch mal, ob wir noch welche kriegen können. Wo taucht das nächste W auf? Habe ich's übersehen? Ach ja, klar, hier oben. Da haben wir noch ein paar. Ja, dann müssen wir die eben aufnehmen. Das nützt ja dann jetzt nichts. Und die alle packen wir jetzt erstmal fix in Quarantäne.
Und sobald das dann alles approved ist, ja, werden wir die hier mit reinpacken. Ich hoffe nur, dass das Gelände nicht irgendwann zu knapp wird. Aber bisher sieht es noch ganz okay aus. Ja, also da ist bisher alles soweit okay. Ist auch bei Nacht ganz hübsch, oder? Sieht doch ganz gut aus. So, was sagt denn unsere Inspektorin? Was? Wer verhungert? Was ist denn da los? Also bei unseren Flamingos stimmt irgendwas nicht. Aber wir müssten doch viel mehr Meldungen kriegen. Stress. Die haben viel zu viel Stress. Das heißt, wir sollten vielleicht na, warte mal. Das ist ja hier haben wir hier nicht die Möglichkeit, Spiegelglas einzusetzen? Haben wir. Das sieht doch schon besser aus. Und sollte das nicht eigentlich auch mit den normalen Fenstern hier funktionieren? Das mit dem Spiegelglas? Genau, Einwegspiegel. Richtig. Nur falsche Richtung im Moment, oder? Wieso geht es nicht andersrum? Das ist doch jetzt eigentlich Unsinn. Das ist doch Blödsinn, wenn ich das verkehrt rum mache, oder? Ich meine, so können die rausgucken, aber die Besucher nicht rein. Das ist doch. Das ist doch Käse. Verstehe ich nicht. Aber na gut, dann nehmen wir das natürlich wieder raus. Das ist ja völliger Unsinn. Und denen dürfte es jetzt inzwischen doch ein bisschen besser gehen, zumindest was das Stresslevel betrifft. Soziale Gruppe kriegen wir jetzt geregelt. Denn wir haben hier in unserer Quarantäne genug Nachschub. So, hier leitet noch jemand die Rappenantilope. Ja gut, durch Stress. Ja klar. Das verbessert sich dann jetzt aber auf jeden Fall. Und was sagt denn jetzt die Inspektorin? Verlässt den Zoo. Okay. Also die Nummer hier verstehe ich überhaupt nicht. Ich tue das jetzt mal als Backup. Ich mache das jetzt einfach mal. Unglaublich, wie sehr du dich in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, entwickelt hast. Bernie hat eben ein Auge für gute Leute. Oh, und wo wir gerade bei Bernie sind, er ist noch nicht mit dir fertig. Er hat einen neuen Job für dich in Kanada. Du solltest also besser einen warmen Mantel einpacken. Es war mir eine Ehre, dich kennenlernen zu dürfen.
Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Aber bis dahin viel Glück. Gut, ja. Ich habe gehört, dass Gäste immer am Lächeln sind. Und das haben wir deiner harten Arbeit zu verdanken. Und die Tiere sehen sogar noch zufriedener aus. Wobei das bei Pandas schwer zu sagen ist. Sie sind so geheimnisvolle Tiere. Lin-Lin soll ja etwas ganz Besonderes sein. Sie kommt bei den Gästen unheimlich gut an. Da schießen unsere Besucherzahlen wie Bambus in die Höhe. Jetzt, ja, dass wir genau was von der Haltung von Pandas verstehen, können wir mit etwas Glück auch in einigen meiner anderen Zoos Pandas aufnehmen. Das sollte mich aber eigentlich nicht überraschen. Du hast gezeigt, dass du ein sehr guter Zoo-Manager-Praktikant bist. Ich vermute, du wirst mit jeder Aufgabe fertig, die ich dir stelle. Das wird man noch sehen. Der Auftrag könnte allerdings etwas schwieriger werden. Gut. Und diesen nächsten etwas schwierigeren Auftrag sehen wir uns dann in meiner nächsten Aufnahmesession an. Hier haben wir mal wieder Gold. Und wir haben ja jetzt gerade erst das Tutorial hinter uns. Also wirklich interessant wird's ja jetzt erst, denn da werden wir jetzt in den folgenden Missionen vermutlich mehr auf uns allein gestellt sein. Mal schauen, wie das am Ende ausgeht. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin jetzt raus hier, haut rein!